Die haben wir alle hinbekommen, aber ich habe das Gefühl, ich habe relativ viel Leben verloren. Von da oben sind wir gekommen. Die anderen beiden sind noch nicht offiziell in der Gruppe. Oder die anderen drei sind es ja noch. Wir sind zu fünft hier irgendwie unterwegs. So, dann lass doch mal laufen. Cloud, da drüben. Ah, okay, okay. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Oha, oh Gott. Ich habe nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Ich habe keine Ahnung, Jesse. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Okay. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Aha. Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Hey. Alles klar. Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Das kriegen wir hin. Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte RB. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. So, wir warten noch mal kurz hier. Ob man sich da unten auch durchducken könnte. Ich weiß es nicht. So. Ja, warte, Kumpel, warte. Nicht reinlaufen jetzt hier. Okay, ist kein Jump'n'Run, ne? Also das ist jetzt nicht wie bei Zelda. Scheint alles relativ simpel zu sein noch. Wir warten noch mal ganz kurz. Was sind das hier? Metallkisten? Ah, ein Heiltrank war da drin. Okay, alles klärchen. Magie, Gegenstände. Oh, oh nein! Fast gestorben! Alter. Das hat eine sehr, sehr kurze Zündschnur, das Ding. Sieht gut aus, Cloud. So. Ein Kinderspiel, was? Ich weiß halt nur nicht, wie ich mich außerhalb des Kampfes heilen kann, aber wahrscheinlich bin ich geheilt. Ich habe noch mehr Heiltränke. Also, ich habe, glaube ich, schon 20 Heiltränke oder sowas. Oh mein Gott. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. So, ich nehme den anderen Dude auf jeden Fall. Hey, guck mal, ich habe doch irgendwie ist meine XP nicht aufgefüllt. Was haben wir denn hier? Gegenstände. Ich kann mal eine Granate hinwerfen. Ach, ein Heiltrank. Nimmt ihr die jetzt? Nee. Ach doch. Okay, alles klar. So funktioniert das. Gleich nochmal einnehmen. Sicher als sicher, Leute. Okay, gehen wir mal rein. Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Falsche Richtung! Wie genau? Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen Augenblick. So, du musst auch schießen, Kumpel. Warum schießt du denn nicht? Ah, okay, alles klar. So, jetzt geht's los. Tut mir leid, er sieht noch sehr nubig aus. Ist es auch? Aber das kriegen wir schon hin. Oh Gott, oh mein Gott. Vielleicht sollte man auch ab und zu mal ein bisschen ausweichen. Okay, nachladen mit Y. ATB ist voll. Was ist jetzt passiert? Die Schockleiste? Ich habe doch gerade geschossen. Warum macht ihr jetzt Pause? Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner in Straucheln bringen. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, das ist unsere Chance. Geben wir alles. Nehmen wir noch mal einen Heiltrank. Da geht noch was. Ein Baron-Spezial. Der ist wirklich zäh. Und der schockt den Gegner für kurze Zeit wehrlos. Und der leiden besonders viel Schaden. Sehr gut. Ich glaube, ich sterbe gleich Katrinchen. Ich weiß nicht. Noch Feuerstoß. Was haben wir noch hier? Sterlender Wille können wir nochmal machen. Haben wir wahrscheinlich einen Crit-Bonus oder sowas. So, nochmal so ein Ding. Wenn ein Gegner versucht, einen Angriff auszuführen, der geblockt werden kann, der nicht geblockt werden kann, erscheint ein Ausrufungszeichen. Okay, da müssen wir abhauen einfach. Oh, die ATB-Leiste ist richtig leer. Jetzt haben wir wieder eine. Also wir machen halt quasi gar kein Damage. War das in Final Fantasy 7 eigentlich, wo man Shiva hatte? Die fand ich immer super gut. Oder gibt's das gar nicht mehr? Wem habt ihr es geteilt? Was für ein Jahrgang bist du eigentlich? Alter, der Auslöscher. Hä? Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist.
Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind. Ja, ich habe keine Ahnung, wie alt wir sind. Ich schätze mal, wir sind 16 oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr jung noch. Ich bin unwürdig. Da fehlt doch einer, da fehlen noch zwei Leute. Wo sind die denn? Bin gar nicht dabei. Okay, wir sind beim Reaktor angekommen. Die müssen wir wahrscheinlich ausschalten. Ich weiß es nicht genau. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Okay, mit Sprengsatz, Leute, das kriegen wir hin. Vorsicht, er sticht, stand da gerade. Kann ich hier irgendwie rutschen? Ah, okay. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Naja, ich habe ein bisschen Angst. Da vorne ist noch eine Kiste mit Heiltränken eventuell. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Phoenix-Feder. Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Ich finde viel zu viel Phoenix-Federn. Ich nehme mal nochmal ein paar Heiltränke. So, Barrett ist fast tot. Den haben wir irgendwie schon gekillt vorhin. Ich weiß nicht wie. Er kriegt noch einen. Ich nehme auch noch einen. Also, wir finden so viel von den Dingern. Die müssen wir natürlich auch benutzen. Okay, alles klar. Wir sind alle voll aufgeladen, glaube ich. Ist nicht mehr weit. Ich halte hier die Stellung. Wir sehen uns später. Okay, mach das. Bis später. Oh Mann! Ich wollte doch nur in die Ecke gucken. Wir müssen die Leiter verwenden, leider, Leute. Okay, dann lass mal runterrutschen. Es geht los. Oh, oh, oh. Da sind schon Gegner. Kann das sein, dass explodieren hier? Ah, die sind aber sehr hart hier. Uiuiui. Okay, alles klar. Was hat er denn für krasse Jump-Moves drauf, Diggi? Dann übernimm. Wurde schon ungeduldig. So, ist er down? Ja, okay, den haben wir. Ey, ich muss, glaube ich, noch sehr viel üben, dass ich hier ein bisschen was reißen kann, Leute. Junge, ganz schön tief. Guck mal, dieses Flatterband, das sieht mir irgendwie verdächtig aus, aber irgendwie auch nicht. Nützt dir auch nichts, wenn du da runterfällst. Wir machen jetzt was ganz anderes. Kombos. Wir werfen jetzt mal eine Granate. Oh, kann ich nicht. Oh, schade. Da machen wir sie so platt. Das war's. So. Jetzt gibt's Dresche. Mal reingucken ins Kästchen. Konzentration. Oh, oh, oh. Kann ich nicht. Ich kann die Kiste erst aufmachen, wenn wir gekämpft haben. Jawohl, Sieg! Okay, er hat's erledigt. Wo ist denn die Kiste jetzt? Hier vorne haben wir sie. Gucken, was wir da drin haben. Äther. Wofür Äther ist, weiß ich auch noch nicht. Kommt bestimmt alles noch. Okay, hier haben wir alles besiegt. Wir müssen, glaube ich, weiter runter, oder? Da hinten ist eine Leiter. Weiß gar nicht, wie es mit den Statuswerten aussieht. Das Flatterband auf Doom, unüberwindbar. Ja, ich glaube auch. Da kommen wir niemals drüber. Gleich geht's los. Oh mein Gott, das ist ein Bosskampf. Das ist ein Bosskampf. Äther für Mana, wenn ich mich nicht irre. Ah, okay. Danke, Amadox. Vielen Dank. Wir speichern einmal, wenn wir schon mal hier sind, weißt du? So. Falscher Knopf. Okay. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Autospeichern gibt's hier gar nicht. Eieieiei. Da müssen wir echt aufpassen. Das ist der Reaktor. Da müssen wir die Bombe jetzt dran liegen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier so ungeschoren davonkommen, Leute. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Okay. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Wir scheinen Kohle zu brauchen. Wir sind ein ehemaliger Soldat der Typen, die hier die Stadt beherrschen, wie es aussieht. Baba, danke für den Lurk-Support. Flashback. Oder eine Vorahnung. Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir.
Ja, wir machen den Timer mal auf 30. Oder sollen wir den auf 20 Minuten oder auf 30 Minuten machen, Leute? Haut's mal in den Chat rein. Ich glaube, 20 Minuten sind zu knapp. Weil ich bin ja noch ein großer Noob. Wenn jetzt hier gleich ein Bosskampf kommt, und ich glaube, der Bosskampf kommt gleich, dann könnte das ein bisschen wenig sein. Wir müssen mal gucken, was machen wir da? 20, soll ich wirklich 20 machen? Bei 30 habe ich halt die Angst, dass dann der Gegner irgendwie zu viel Zeit hat, das Ding zu entschärfen, die Bombe zu finden oder sonst irgendwas. Wir machen 20 Minuten. Wir machen 20 Minuten! Um Gottes Willen. Ganz schön ambitioniert. Ja, das finde ich aber auch. Nein, es ist eingestellt. Es ist zu spät. Hast du uns in der Falle gelockt? Wir wollen doch Action haben, Alter. Ich glaube, Action hast du hier genug in dem Spiel. Ach du Alter Verwalter, Junge, ist das ein großes Monster. Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch mit Blitzmagie. Oh Gott. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich habe hier irgendwie so eine Zielscheibe bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ich bin der größte Noob EU-West. Es ist ganz schlimm. So, was haben wir denn? Magie, Elektrizitätsfeuer haben wir. Brenne! Na ja, komm, Feuer können wir auch nochmal machen. Was haben wir noch? Nix. Auf jeden Fall ist es schön, dass er Pause macht. Wenn wir unsere ACB-Fähigkeit benutzen. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Hast dich wohl überschätzt, was? Jetzt übernehmen das mal besser. Was sollen wir denn machen? Verlorene Trefferpunkte. Kannst du mit Gegenständen Heiltränken wieder machen? Ja, ja, will ich ja machen. So, wir nehmen mal einen. Oh, eigentlich diese Steuerung. Heiltrank. Cloud, Alter, wir sind fast tot. Ja, verdammt, ich war zu lang. Alles andere hätte ich auch gewonnen. Ausgezeichnet. Und jetzt aber drauf. Sollte auch Magie benutzen. Ich hab dem Brat nicht getraut. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Oh, Alter, diese Steuerung. Ich bin echt noch irgendwie am Struggeln hier, ehrlich gesagt. Fertigkeiten. Impulsangriff, das ist vielleicht ganz gut. Ich brauch mal einen. Nicht gut. Oh, das war sehr gut. So, nimm mal einen Gegenstand am besten. Heiltrank. Cloud. Wo ist denn der hin jetzt? Um Gottes Willen. Ja, das muss er jetzt machen. Vielleicht soll ich auch ein bisschen mehr blocken oder so. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht. Ich weiß nicht mehr, wie man blockt. Mein Einsatz. Ich bin tot. Ich bin tot! Wir brauchen Äther oder so. Hey, soll ich das etwa alleine stemmen? Eieieiei. Gegenstände. Phoenixfeder. Alleine schaffe ich das nicht. Er findet dich überall. Okay, ich hoffe, er heilt sich jetzt. Ich nehme nochmal schnell einen Heiltrank. Cloud kriegt den Heiltrank erstmal. Oh mein Gott! Wie block ich denn zur Hölle? Ach so. Und da triffst du nie. Ich seh dich! Los! Okay, ich hab geblockt, aber. Oh Leute, ich schaff das glaube ich nicht. Ich glaube, das Spiel ist einfach viel zu schnell für mich. Ich glaube, das Spiel ist einfach viel zu schnell für mich. Wir brauchen Tränke, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tränke. Boah, ist das spannend hier, du. Gleich noch ein Heiltrank. Für mich. Nichts passiert. Auf die Trend. Bereit. Wie schmeckt dir das? Ah, der muss auch ständig nachladen, der Lümmel. Für den Planeten nehme ich's mit allem auf. Hab was für dich. Oha, das war gut. Kritische Treffer. Digga, warum ist er denn da vorne? Ich wäre leicht die bessere Wahl gewesen. Abwarten. Ich muss erstmal reinkommen. Wir spielen auf normal. Jetzt wird er richtig Akku, glaube ich. Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Setzen die dann sowas ein? Und bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Was ist besser? Dann wird er nur zu. Jetzt lass ich's mal richtig krachen. So Leute, wir müssen angreifen. Das tut weh. So, Dreck. Gibt's da gar kein Durchkommen? Was hast du in dem Shinra-Reaktor erwartet? Auf wessen Seite stehst du eigentlich?
Also ich reduziere die ganze Zeit was, aber... Hör auf zu jammern und kämpfe! Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Oh Leute, ich muss irgendwie mal einen Trank nehmen wieder. Wir haben natürlich auch noch Magie, ne? Wie sieht's denn aus eigentlich hier mit der... Ach, ein Blitzer wäre draufballern. Warte mal, ich mach mal. Wirkungslos, der Blitz? Was? Oh, das ist schlecht. So, Trank nehmen. Oh, Barrett, ich bin fast tot, Leute. Noch eine Barriere? Was sind überhaupt für Barrieren? So, wir blocken immer fleißig. Magie, Vita ist auch Heilung. Sehr gut, sehr gut. Das wird schon wieder. Irgendwann mach sogar Itchler. Aber sicher nicht heute. So, heilen wir uns mal. Und dann nehmen wir da gleich nochmal einen Trank hinterher. Und Schockschuss wäre auch gut eigentlich, ne? Aber ich muss Barriere kehren. Ich mach's mal da drauf. Wir müssen irgendwie die Barriere zerstören bei dem Dude. Ich brauche auf der Stelle eine Heilung, sonst sieht's echt übel aus. Gegenstände, Heiltrank. Sicher ist sicher. Falsche Richtung, Kumpel. Wo ist denn die Barriere? Um Gottes Willen. Los, gib alles. Lass uns jetzt einfach mit ihm hier. Alter, oh, der kriegt aber nur aufs Maul, ne? So, was haben wir hier? Impulshieb auf Barrierekern. Ich glaube, die müssen wir erstmal kaputt machen. Das kannst du vergessen. Keine Ahnung. Feuer bringt uns nichts. Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln. Das kannst du vergessen, ey. Schießt der überhaupt auf den Barrierekern? Oh nein! Sag mal, ist der unverwundbar? Jedes System hat seine Schwäche. Dann find sie verdammt noch mal raus! Ja! Ich glaube, wir sind schon wieder tot, oder? Alter, es ist so traurig. So, wir müssen erstmal wieder heilen. Gegenstände, Phoenix. Oh mein Gott, klopft drauf, okay. Wie soll ich das denn machen? So, ich ess noch mal irgendwas. Magie. Oh, Magie ist auch gut. Ich glaube, ich habe halt das falsche Ziel anvisiert, glaube ich. Ich weiß es nicht. Schockempfindlich ist er gerade. Ja, jetzt ist wieder reduziert. Okay, jetzt hat das Ding wieder. Gegenstände. Heiltrank. Ich. Kein Problem. Gegenstände. Heiltrank. Ach, Granaten wären vielleicht auch mal ganz gut, ne? So, wir blocken. Er findet dich überall. Verzieh dich! Na? Ich zähle auf dich! Lass mich mal. Nicht übertreiben. Oh, Gott, will, ich übernehme. Da Fertigkeiten. Schuss machen wir mal. Wie kann ich denn diesen Barrierekern auswählen? Ich verstehe es nicht. Da geht noch was. Ein Brett am Anfang ist halt echt so, ne? Wie schmeckt dir das? Warte mal, wir machen es mal anders. Ein Barrett Spezial. Ich nehme das Ding auseinander. Das du. Und wir haben nur 20 Minuten gewählt, ne? Es ist so traurig. Wir werden sterben! Wie schmeckt dir das? Auf die 12. Ich muss doch irgendwie... Da ist die Barriere, oder? Das ist da unten die Barriere? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwas schockanfällig, ist er gerade? Ich habe leider nichts. Jetzt ist nicht die Zeit für Nickerchen. Das ist ein Limit. Granate? Das gibt man frei von Gezahl. Von mir aus kann er mit 1000 Barrieren kommen. Alter, das ist krass. Aber er geht auch irgendwie gar nicht runter, oder? Siehst du irgendwo einen Countdown? Nee, noch nicht, zum Glück. Ich glaube, es gibt gar keinen Countdown.
So, was haben wir noch? Fertigkeiten. Ich mir mehr versprochen. Stellanwille. Oh, hab ich ihn ausgewählt? Wir machen das mal. Ich glaube, da können wir einfach besser fighten. Jetzt ist er schockanfällig. Fertigkeiten. Schockschuss. Okay. Dein Schild, was ist denn der untere rote Balken? Oh, wir haben ihn geschockt. Hey, Dani, ja, wir haben es geschafft. Okay, jetzt oder nie? Hey, soll ich das etwa alleine stemmen? Verzieh dich! Oh, der war gut. Hab was für dich! Da, also! Er ist wieder schockanfällig. Ja, ich bin auch fast tot, oder? Klaut ist tot! Warum das denn? Oh mein Gott, er ist schon wieder gerippt. Er ist schon wieder gerippt. Das ist die letzte Feder, die wir haben. Okay, er ist aufgestanden. Sehr gut. Oh, irgendwas passiert hier, Leute. Irgendwas. Oh, Special. Oh. Dann lass ihn neues Spiel anfangen. Wie geht's ganz schnell? Nö. Wir hatten ja die Zahn besiegt und dann haben wir Ganon platt gemacht vorhin. Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Oh. Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Okay, wir müssen in Deckung gehen. Ich werde aber trotzdem noch mal ein bisschen heilen. Vita. Cloud. Komm, wir müssen Cloud heilen. Das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, wo ich Deckung habe. Hilfe! Ich glaube, ich bin tot. Knochen tun weh. Ich brauche unbedingt Heilung. Das ist eine Einladung und ich nehme sie an. So. Das muss doch irgendwie, muss das auch einfach gehen hier mit den... Kein Problem. Mit dem Heilen. Wie schmeckt dir das? Ich brauche auf der Stelle eine Heilung. Mach ich? Nichts passiert. Scheiße! Wir müssen abwarten, bis der Schock anfällig steht. Dann können wir rein. Wie schmeckt dir das? Hör auf, mich zu treten, du Mistvieh. Das tut weh. Oh, Laserstrahl kommt. Nutzt die Trümmer als Deckung. Ja, ich lauf ja. Oh, ich komm doch gar nicht so schnell dahin. Was ist denn das? Jetzt oder nie. Das ist unsere Chance, Mann. Oh, Schock anfällig. Jetzt auf die das tut weh. Ich muss ja einfach noch näher ran oder so, ich weiß es nicht. Irgendwann machst du. Da geht noch was. Ein Baron-Spezial! Da also! Wir müssen irgendwie diesen Schock reinballern. Das tut weh. Nicht schneller! Schon wieder der dämliche Laser! Lassen erst locker, wenn das Ziel hoch ist. Das gilt auch für mich. Nur damit das klar ist. Ja, oh, ey, ich krieg jeden Schaden ab. Oh, scheiße, er ist tot. Los, auf ihn. Oh mein Gott, er ist tot. Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir gar nicht mehr. Ich bin fast tot. That's it. Ich würde mit Cloud draufhauen, wenn der Schock anfällig ist. Ja, das könnte man machen, aber... Wir müssen es nochmal versuchen. Es gibt doch da bestimmt irgendwie einen Trick. Spielstand laden. Vor allen Dingen, der Boss dauert auch extrem lange. War das früher auch immer so? Nächstes Mal klappt es. Wir werden sehen. So, wir platzieren die Bombe. Wir machen die jetzt mal auf 30 Minuten, oder? Ah, nee, der kommt schon, glaube ich, jetzt, oder? Weiß es nicht. Aber wir überspringen mal. 30 Minuten. Hast wohl kalte Füße. Naja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir eh sterben. Hast du uns in der Falle gelockt?
Na, es geht los. Pass auf. Da ist er. Wie kämpft man am besten gegen so einen Teil? Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch mit Blitzmagie. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Boah, ich hab mal hier mein Schutzschild genommen. Also geblockt quasi. Das Ding wirkt nicht sehr beeindruckt. Du sollst ja auch Magie benutzen. Ich hab dem Braten nicht getraut. Überlass das Denken mal mir. Magie benutzen. Blitz. Jetzt wirst du frittieren. Ah, okay, alles klar. Blitz zwingt ihn so ein bisschen in die Knie. Da geht noch was. Schockanfällig war er gerade, hast du gesehen? Wir sollten hier mal aus der Ecke irgendwie verschwinden, glaube ich. So, wir benutzen wieder Magie. Blitz. Ich bin schon wieder tot, nee. Bisschen taktischer kämpfen. Ja, Taktik ist so meine ganz große Stärke. Ja, wir kriegen schon hin. Wir haben was noch genug TP. Wie setzen die denn sowas ein? Wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Du hast es besser. Dann wird er nur zu. Ja, Barrieren. Wir müssen auch gucken, wie wir die. Wie wir die Barrieren zerstören können. So. Auf zu jammern und kämpfe. Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Mit Magie vielleicht wieder. Blitz. Das Ding ist halt, ja, Barrierekern. Der Barrierekern ist da unten. Jetzt wirst du frittieren. Blitz ist wirkungslos. Verlorene TP, bla bla bla, alles klar. Das wird kein Stück. Nichts passiert. Ein bisschen heilen. So, Dreck. Gibt's da gar kein Durchkommen? Was hast du in einem Shinra-Reaktor erwartet? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Dieser Barrierekern, der riecht mich halt auf. Ich weiß nicht, wie wir den zerstören können vernünftig. Da geht noch was. Dreckstück! Auf die 12! Irgendwann mach sogar ich Schlag. Aber sicher nicht heute. Sag mal, Final Fantasy gibt's nicht bei Steam, nee. Im Epic Store. Gibt's nur im Epic Store? Oh, jetzt sind wir schon wieder tot. Oh, fuck, Alter. Das ist gar nicht gut. Vielleicht muss ich vorher offstream ein bisschen üben, oder? Im Grunde die Schwäche des Gegners ausnutzen. Eine gute Balance zwischen Angriff und Heilung finden. Und durchhalten. Naja, das sagt sich so einfach. Wichtig ist für mich erstmal, wie kriegen wir diese Barriere weg, ne? Das Vieh wird ja irgendwie geschützt durch eine Barriere und die müssen wir irgendwie zerstören. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die anvisieren soll und wie ich die zerstöre. Mit Blitzen klappt es auf jeden Fall schon mal gar nicht. Ich werde jetzt einmal erstmal den Dude wiederbeleben. So. Und zwar kriegt er von mir jetzt eine Phönixfeder. Das ist dein Kampf, nicht meiner. Und dann heile ich mich mal ganz schnell. So, den Schaden haben wir geblockt. Oder soll ich Barrett heilen? Ich glaube, wir heilen mal Barrett. Übernimm du. Hier kommt Barrett. So, gehen wir da mal rüber. Balkon, ich bin wieder ganz der Alte. Wie schmeckt dir das? Sauber! Jede Sekunde zählt. So, wir heilen gleich nochmal. Willst du etwas so kurz vom Ziel das Hand zu werfen? Jetzt ist er schockanfällig, die Wurst. Hast du gesehen? Jetzt ist er schockanfällig. Das heißt, wir machen jetzt irgendwie einen Schock. Also, was haben wir denn? Gegenstände bringt uns nichts. Fertigkeiten. Schockschuss. Los geht's. Und ich glaube, der gerät erst unter Schock, wenn unten die orange Leiste voll ist. Das dauert ja ewig. Der kriegt jetzt von mir noch einen Schockangriff. Haben wir den Schockstoß da mit Y, okay? Okay, okay, alles klar. So langsam habe ich es, glaube ich. Oh, ist er jetzt auch schon wieder tot?